Hallo, hier ist die Bärbelbahn in Bärbels Welt. Und da Bärbels Welt nicht nur um Basteln und Kreativität geht, sondern auch ein kleines bisschen um Spielen, möchte ich euch heute hier mal ein erstes Let's Play-Video von meinem Lieblingsspiel zeigen. Das spiele ich jetzt seit 13 Jahren etwa, genau 13 Jahre, ziemlich genau. Und das hat mein Sohn mir mal gezeigt, vor 13 Jahren, da war der noch klein. Der ist jetzt 29. Genau. Und er hat gesagt, Mama, spiel das doch mal. Das ist ganz toll. Und das habe ich erst nicht gewollt. Und dann nach 2 Wochen fand ich es cool. Habe ich mich durchgequält durch die ersten Tutorials. Damals alles noch sehr, sehr rudimentär in dem Spiel. Heute alles sehr fortgeschritten und alles ganz einfach und sehr spaßig zu spielen. Und das heißt RuneScape. Und ich werde mein Gesicht jetzt mal wieder ausblenden. Ich habe es nur mal kurz eingeblendet, damit ihr seht. Ich habe mich passend zum Novtamba-Fest angezogen, weil das Novtamba-Fest ist ein Ingame-Inhalt, ein Event, das jetzt im November stattfindet und an das Oktoberfest erinnern soll. Genau. Im Oktober stattfindet und an das Oktoberfest erinnern soll. Ja, ich habe gedacht, vielleicht mache ich sowas auch noch mal auf Englisch, aber dann müsste ich mich ja selbst synchronisieren. Keine Ahnung, vielleicht mache ich das auch noch. Mal sehen, wo ich Bock habe, wie ich Bock habe. Auf jeden Fall will ich euch jetzt dieses Novtamba-Fest zeigen, was eigentlich ein Oktoberfest ist. Und beginnen tue ich jetzt hier erstmal in der Stadt der Elfen, Prifdinas. Das ist super schön gestaltet. Und ich mache jetzt mal mein Gesicht aus, weil meine Kamera ist kaputt und die zeigt irgendwie ganz komische Farben. Deshalb, ich will euch das ersparen. So, was ihr hier seht, ist Prifdinas, eine wunderschöne Elfenstadt. Und hier stehen überall komische Elfen rum. Jetzt, weil ich gerade schon mal hier bin, pflücke ich eine Frucht von dem Kristallbaum. Wo ich aber wirklich hin will, hier seht ihr meine Maus, da ist ein roter Punkt. Das heißt, da ist so ein Transportkanal zu dem Event. Da kann ich hingehen. Es kann sein, es hakt auch ein bisschen. Ja, leider ist mein Computer nicht der beste und schnellste. Der hat hier ordentlich zu tun. Jetzt gehe ich hier rein und werde gefragt, möchte ich zu dem Event? Ja oder nein? Natürlich möchte ich dahin. Was für eine Frage. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Lautstärke vom Spiel zu laut ist. Ich mache es mal ein bisschen leiser. So, und dann wird man hier, kommt man an. Ja, ich weiß, die Gamer kriegen jetzt Dampf aus den Ohren, weil meine Grafik so shitty ist, aber besser geht's nicht. So, und ich gehe mal ein Stückchen weiter an dieser Lady da vorbei. Das ist jetzt alles auf Englisch, weil ich spiele das auf Englisch, das Spiel. Und ja, unschwer zu erkennen, ein Dirndl. Leider habe ich dieses Outfit noch nicht, aber das hole ich mir gleich. Und zwar kann man hier in dem Novtamba-Fest verschiedene Aktivitäten machen. Zum Beispiel hier kann man Fässer machen, wie nennt man das? Schnitzen, binden. Also man steht hier und arbeitet. Ich mache das gerade mal. Ach, der Typ, der kommt immer mit seinen Herzchen an. Der ist verliebt, glaube ich, ne? Genau. Ja, ich bin aber auch zu süß. So, und hier kann man zum Beispiel hämmern und arbeiten. Genau. Und ihr seht, wer das Spiel noch nicht kennt, das ist ja ein absolutes ein Tutorial oder ein Video für Leute, die es noch nie gespielt haben. Ihr seht, ich hau da drauf und dann gehen immer hier so Zahlen nach oben und werden hier oben gesammelt. Das ist mein Skill Smithing, das heißt Schmieden. Und jetzt stand hier gerade, your arms grow tired, weil wenn man klickt und eine halbe Stunde Punkte kriegt, das wäre ja doof. Also ist das Spiel so gestaltet, dass man immer wieder klicken muss, damit es weitergeht. Sonst wäre das ja so ein AFK, nennt man das, also Away from Keyboard. Ein Spiel, was man nur einmal anfängt und dann 2 Stunden später wiederkommt und hat Erfahrung gesammelt. So läuft das nicht, liebe Freunde, weil das Spiel ist wie das wirkliche Leben. Man sammelt Erfahrung nur, wenn man auch wirklich was tut. Genau. Ja, und hier sammle ich hier oben ganz viel Schmieden, EP, Erfahrungspunkte. Aber die brauche ich jetzt gerade gar nicht, weil ich will ja weitergehen. Genau, meine Arme sind auch schon wieder müde. Hier auf den Tischen steht wunder, wunderschön. Yippie, ein Bier. Das kann man dann auch trinken. Genau. Und hier oben sieht man diese kleinen Zeichen, hier oben links. Das heißt, ja, das sieht man auf dem Handy wahrscheinlich nicht. Das ist alles viel zu klein. Und da sieht man eine Faust. Ich kann auch noch mal hier demnächst was filmen, wo man das besser sieht. Ich wollte aber den großen Bildschirm im Ganzen haben. So geht es sogar noch weiter weg.
dass ihr eine Übersicht habt über die Aktivitäten. Ist auch ein Träumchen, oder? Boah, also super, super geil. Jagex, ihr habt euch selbst übertroffen. Jagex ist die Firma, die das Spiel gestalten. So, jetzt habe ich hier Chaka. Kann ich noch einen saufen? Werde ich dann noch schwächer? Ja. Also ich werde immer stärker, aber ich hau daneben. Also das hier ist Stärke und das ist die Präzision, mit der man schlägt. Das heißt, ja, ich bin zwar super stark, aber ich hau daneben und zwar so richtig. Ja, das ist wie im wirklichen Leben gemacht. Yippie. Ein Festzelt, kann man da reingehen? Nein, leider nicht. Sorry, das wäre ein schönes Feature gewesen. Hier sind wir an dem Karussell angekommen. Da kann ich aufsteigen. Ride Carousel. Ich kann da nicht aufsteigen, wenn ich meinen Lappen hier noch, meinen fliegenden Teppich dabei habe. Den müssen wir jetzt erstmal dismissen. Das heißt, tschüss, weg ist der fliegende Teppich. So, jetzt kann ich auf dem Karussell reiten. Und da oben reiten kleine Einhörner. Ist das nicht pretty awesome? Finde ich auch. Genau. Einfach nur genial. Das ist ein Träumchen. Man kriegt da auch noch Musik dabei. Die habe ich aber abgeschaltet, weil ich nicht genau weiß, ob die nicht Copyright geschützt ist. Guck mal, man winkt sogar. Gott, man kann den Leuten zuwinken. Ist das nicht schön? Da ist Bärbel. Da ist Bärbel. Oh. Ich glaube, wenn ich gleich mein Dirndl-Outfit habe, muss ich da nochmal drauf gehen. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr das mir sagen in den Kommentaren. Vielleicht findet ihr das auch total doof, dann sagt es bitte nicht. Aber wenn es euch gefällt, dann ja, ab in die Kommentare. Und wie ihr hier seht, es hängt wieder. Das ist mein Computer. Und nachdem ich viel investiert habe in eine bessere Leitung und eine neue Kamera, wäre das nächste, was hier am Start sein könnte, dann ein neuer Computer. Haha. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel mitten in diesem Novtomba-Fest eine Bankchest. Das ist eine Schatzkiste, wo alles, was man in der Bank so hat, das mache ich lieber zu, sonst werden die RuneScape-Spieler ohnmächtig. Aber ich sehe gerade, ich bin vom Karussell auf der falschen Seite abgestiegen. Das heißt, ich muss jetzt doch noch mal einmal rum. Ich muss mich jetzt gerade mal selbst erstmal orientieren. Auf jeden Fall, da waren wir eben, ne? Genau. Da wollten wir doch weitermachen. Jetzt will ich nämlich zum nächsten Punkt hier in RuneScape. Und zwar, das ist der, wie heißt er? Friedrich. Okay, wir sind im Englischen, in der englischen Version des Spiels. Das heißt, der heißt überall Friedrich. Sehr lustig. Macht ja auch Sinn, irgendwie den Spielercharakteren hier deutschen Namen zu geben, wenn wir schon alle Lederhosen tragen. Oh mein Gott. So, und hier bei dem Friedrich kann man Bogenschießen üben. Und eben wie bei dem Schmieden seht ihr, da steigen wieder so kleine Punkte nach oben. Jetzt kriege ich EP, heißt das, Erfahrungspunkte oder XP, Experience Points. Und in dem Skill Range, das heißt, ja, Fernkampf, glaube ich, ne? Bogenschießen, genau. Da kann ich üben. Hier ist, ach Gott, seht ihr Clara. Die steht am Eingang zu dem Racetrack. Das ist so eine Eisbahn. Da war ich auch schon drin. Ja, das ist eine kleine Sondersache hier in dem Event. Hier haben wir eine Eismaschine. Hier mit dem Zwerg kann man reden. Das Mädel hier hat offensichtlich schon das Outfit. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch, weil ich habe es nicht geschafft, das zu kriegen. Und ja, wie ihr seht, Blümchen im Haar, genau wie ich jetzt hier habe, genau. So, und jetzt kann man hier drauf laufen. Und wenn ihr das hier seht, da liegen. Nee, wie laufe ich denn da? Start Race. Okay. So, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich innen oder außen laufe. Wenn ich jetzt innen laufe, seht ihr, da sammle ich das außen laufe, meine ich, sammle ich das ein und trinke Bier. Ich glaube, das kann man nur in begrenztem Maße tun. Genau. Jetzt ist man nämlich besoffen. Jetzt muss man von vorne anfangen. Ja, das hat man dann davon. Ich kann aber auch auf die mittlere Spur wechseln. Genau. Ich kann auch mal die Perspektive drehen, weil jetzt muss ich wieder woanders hin, sonst trinke ich ja das Bier. Ich glaube, bei einem Brezel, da. Ja, genau. Da wird man stark. Jetzt kriege ich mehr Erfahrungspunkte, weil ich mich gestärkt habe. Aber besoffen sind sie alle irgendwie ein bisschen, ne? Und noch ein Brezel. Warum es da schneit, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, die haben hier ein Setting von einem anderen Event wiederbelebt. Das war letztes Jahr oder das Jahr davor. Ich weiß nicht genau. Da sah das genauso aus und gehörte zu einem Winter-Event. Ja. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wahrscheinlich hier.
gehen wir da mal rein. Aber total süß gemacht, finde ich. Und sehr lebensecht, genau. Ich habe noch nie so große Brezel gegessen. Und ich habe schon Brezel gegessen, keine Sorge. So, das war jetzt hier hier wieder zur Stärkung. Ne? Können wir wieder Bier trinken, das lassen wir jetzt mal. Hier, was so nach und nach lädt, steht ein Zauberer vor einem Portal. Da sind hier kleine Wolpertinger. Und das mache ich jetzt nicht, aber man muss mit dem Zauberer reden und dann kann man diese Wolpertinger entweder in die Hölle oder in den Himmel schicken oder irgend sowas und kriegt auch Erfahrungspunkte. Dann gehen wir mal zu Linus. Genau, und Linus hat die tollen Sachen. Was ihr jetzt hier seht, das sind Tokens, wie heißt das auf Deutsch? Marken, genau, Marken. Die kann man kaufen für Runecoins. Runecoins kann man kaufen für Geld, genau. Und hier unten seht ihr 303 Runecoins, heißt, Bärbel hat Geld ausgegeben. Das ist aber jetzt schon ein paar Monate her. Also ich bin jetzt nicht so ein Zocker, der irgendwie so Haus und Hof verspielt. Ich habe mir vor ein paar Monaten mal für 10 € Tokens gegönnt und ne, kann man ja mal machen, ist ein Hobby. Und da diese 303 Runecoins habe ich noch. Jetzt könnte ich mir hier diese Tokens, diese Marken kaufen, aber ihr seht hier unten rechts in meinem, das ist der Rucksack, nennt sich das. Da sind schon Tokens drin. Die habe ich bekommen beim Skillen, als ich nämlich Fässer gekloppt habe. Genau. Da habe ich schon den Pritzel Shield. Das zeige ich euch gleich, was das ist. Gingerbread Necklace. Novtomafest Dance. Carrie Steins Resting. Und die Biergoggles. Das übersetze ich euch gleich alles. Hier kann man noch Sachen finden. Pritzel Shield habe ich hier unten. Biergoggles habe ich auch da unten. Ihr seht, die sind billig. Und das Gingerbread Necklace etc. pp. Jetzt gehe ich mal davon aus, das Billige hier kriegt man auch umsonst beim Skillen und das hier, da warte ich jetzt schon ewig drauf. Ich bin jetzt 2 Tage am Spiel und habe immer noch nicht diesen Token. Das heißt, ich gebe jetzt mal ein bisschen Geld aus. Confirm, Chaka und dann kaufe ich den. Yay, dann. So, jetzt müsste ich den haben, genau. Und was diese Tokens machen, das zeige ich euch jetzt mal von ein bisschen hübscheren Hintergrund. Ah, hier, man kann auch Brezeln nehmen, die sind umsonst, ne? Und dann kann man die essen und da steht Heals 200. Das heißt, wenn man irgendwie kämpft oder so und ist angeschlagen, kann man damit 200 Punkte heilen. Das ist in meinem Level nicht wirklich viel, aber es ist witzig. Also man kann Brezel essen. So, und hier kann man Würstchen braten. Und wie ihr euch schon vorstellen könnt, was übt man dabei? Genau, den Kochskill. Das heißt, wenn ich jetzt hier Würstchen brate, dann kriege ich auch wieder Erfahrungspunkte und werde im Kochen besser. Yay! Hier oben der Topf ist Kochskill. Juppie! Also ich glaube, ich muss noch mal ein Video machen mit einer größeren Auflösung, aber jetzt nicht. So, was können wir hier? Ah, Gingerbread. Oh, das ist süß. Guck mal hier, da kriegt man dann doofe Katze. Das ist, ach, da hat einer seine Babykatze dabei, Pappnase. Und hier ist wieder eine Schatztruhe, wo ich auf meine Bank zugreifen kann. Aber hier das unten, das soll ein Gingerbread sein, also ein Lebkuchenherz. So, und jetzt haben wir hier einen hübschen Hintergrund. Oder sollen wir nochmal. Gehen wir mal hier hin. Hier sind so Bierzeltgarnituren. Da kann man auch was spielen. Das mache ich auch gleich. Aber ich will es im richtigen Outfit machen. Und zwar benutzen wir jetzt mal die Marke. Okay? Wenn ich da jetzt draufklicke, steht da Using this token will unlock the item. Das heißt, wenn man das benutzt, wird dieser Gegenstand freigeschaltet. Genau. Und ob ich das wirklich will, aber ja doch. Oh, das war ja süß. So ein Bestätigungston. Den machen wir mal lauter, ne? Wenn man den hört. Schauen wir mal. Ja. Putzig, ne? Hört man das? Ja, ich kann es leider nicht kontrollieren, aber das sehen wir ja später in der Aufzeichnung. Und jetzt. Da. So, dafür habe ich hart gearbeitet und das hier habe ich mir für Geld gekauft. Ja, muss auch mal sein. So, jetzt habt ihr hier links diesen Text gesehen. Das ist die Bestätigung, dass ich das alles bekommen habe. Was ist das denn jetzt alles? Also, hier oben, ach ja, hier ist die Schatzkiste, die muss ich noch machen heute. Hier oben seht ihr Open Customization, das ist der Kleiderschrank. Den kann ich jetzt aufmachen. Das Ding ist mir immer noch im Weg. So, jetzt seht ihr die aktuellen Klamotten, die ich anhabe. Und was ich mir gerade gekauft habe, komplette Outfits, ist dieses Noftamba. Ach, da oben ist es ja schon. Das habe ich gerade gekauft und freigeschaltet. So, wenn ich darauf klicke, sollte ich wie ein Dirndl aussehen. Oh, ist das putzig. Hier oben bei den Farben kann ich auch noch die Farben anpassen. Das machen wir doch jetzt mal.
Hallo, ich würde das ganz gerne verschieben, das Fenster. Hallo, hallo. Egal. Wenn ich rot mache, kriege ich wahrscheinlich eine rote Schürze. Genau. Was findet ihr denn hübsch? Hm? Hellblau ist süß. Also im Moment habe ich die Blümchen auf dem Kopf. Gott, wie sehe ich denn aus? Genau. Da bin ich rosa. Dann machen wir doch mal rosa. Ey, perfekt. Oh, ist das putzig. Apply. Yay. So, mein Dings ist rosa. Wenn ich jetzt Apply klicke, sehe ich auch genauso aus. Oh, awesome. Also das ist putzig. Das finde ich richtig, richtig schön. Das gefällt mir gut. Ein Dirndl. Jetzt kann ich im Dirndl rumlaufen. Passend zum Novemberfest. Ja, was hatten wir denn noch? Gehen wir mal der Reihe nach. Ein Pretzel Shield. Ein Pretzel Shield ist hier diese Stelle, wo ich hier gerade drüber gehe. Das ist die Stelle für das Schild. Und was ich hier mache, ist ein Cosmetic Override. Das heißt, das zeigt nicht das, was ich wirklich am Körper trage, weil ich mache das mal weg. Ich zeige mich mal nackig. Also da. Dann sehe ich so aus. Wer will so aussehen? Ich nicht. Genau, deshalb mache ich es so rückgängig. Wenn ich auf die Schilder klicke, was haben wir denn da? Novemberfest Pretzel Shield ist das neueste ganz oben. Ja, Hammer, ne? Oh, dann habe ich einen Brezel in der Hand, aber nur, wenn ich ein Schild in der Hand trage. Weil das in dem Moment nicht der Fall ist, sieht man das auch nicht. Das kann ich gleich noch machen, wenn ich dran denke. So, das nächste war Unlock Gingerbread Necklace. Das ist hier. Ein Necklace ist ein Anhänger, ein Umhänger. Wenn ich den jetzt anschalte, dann habe ich ein Lebkuchenherz um den. Wie süß ist das denn? Jetzt die Dance Emotes waren der nächste. Hier unten die Maus. Ich gucke mir gerade an, was ich alles freigeschaltet habe. Gerade die Dance Emotes. Die Emotes sind hier. Da hatte ich neulich mal das Winken gemacht. Da seht ihr, ne? Winke, winke. Ich mache das mal zu. Oh, ist pretty awesome. Näher ran kann ich jetzt gerade nicht. Ich finde mich, ich gucke immer total böse. Also an den Gesichtern, liebe Shagex, müsst ihr echt noch arbeiten. Winken, winken kann man. Und man kann auch mit beiden Händen winken. Hippie. Oder, na komm schon. Yay, cheer. So, und jetzt gehen wir ganz nach unten, weil meistens sind die neuen Sachen ganz unten. Oh mein Gott. Dance Step. Nee, das ist, glaube ich, das waren die vom letzten Event. Okay. Ich habe jetzt den hier, Skip Step. Boah, das ist ja der Hammer, ne? Also ich fühle mich schon total wie in Bayern. Yes, ist Maria und Josef. Krass. Krass, so mad. Naja, das sah jetzt nicht gerade bayerisch aus, aber jetzt kommt der Burner. Das ist doch der Burner, oder? Sehen so Bayern aus? Also wenn jetzt ein Bayer zuguckt, lass mich wissen, ob das jetzt wirklich... ja. Ich habe auch noch ganz viele andere Emotes, die können wir alle mal durchspielen, aber da müsst ihr mir schon sagen, ob ihr das überhaupt sehen wollt. So, und dann Carrie Steins Resting. Jetzt geht's ans Eingemachte. Carrie Steins heißt bei denen Bempel tragen, glaube ich. Animations, ein Resting, Rest Animation. Carrie Steins. So, jetzt müssen wir das ausmachen, deactivate. Ich will nicht in der Palme. Carrie Stein, apply. So, da sieht man jetzt erstmal nichts, denn ein Resting ist ein Ausruh, eine Ausruhanimation. Jetzt muss ich hier aber auch sagen, dass ich ausruhen will. Da oben, sorry. Ausruhen. Das heißt, ich ruhe mich jetzt aus und schöpfe neue Energie, indem ich Maßkrüge trage. Finde ich jetzt nicht so logisch, aber ehrlich, es ist einfach richtig stylisch. Und dann gucke ich auch ganz nett. Guck mal, oh, ich gucke es richtig süß. Also eigentlich möchte ich mich jetzt nie wieder bewegen, weil wenn ich jetzt einen Schritt mache, ist das Resting weg. Genau. Schade, ne? Aber es sieht toll aus. Bin ich sehr begeistert von. Was hatten wir noch? Nach dem Resting kommen die Biergoggles. Die Biergoggles sind auch wieder etwas, was man auf den Kopf ziehen kann. Das muss ich dann hier in dem Menü Kopf suchen. Und die Biergoggles, das hatte ich noch gewonnen, das habe ich nicht gekauft. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Komm, ich mache es jetzt gerade mal, damit man es auch mal in groß sieht, aber ich finde es einfach protestlich. Weil dann trägt man hier so Biergläser. Genau. Ist ein toller Gag. Danke, danke, Jagex. Aber ich habe noch nie auf dem Oktoberfest... Vielleicht setze ich das ja durch als neue Mode.
Ich habe noch nie auf dem Oktoberfest Leute mit einem Bierglas Sonnenbrille gesehen, aber okay. So, wie kriege ich die denn jetzt wieder? Biergoggle. Jetzt, ich muss doch wieder zurück auf meine. Ach, gehe ich einfach auf die Full Outfits und suche mir das Nuftommerfest aus und apply. Und da sind wir wieder. Sind wir wieder hübsch mit Blümchen im Haar, genau. Und da ich mich ja heute passend dazu angezogen habe, passt das auch alles. Liebes Jagex, ich hätte jetzt ganz gerne noch lange Haare gehabt oder Zöpfe. Ich glaube, das ist nicht drin, oder? Vielleicht nächstes Jahr. Das wäre jetzt mal so eine Anregung. Bitte, liebes Jagex, ich hätte gern Zöpfe. Also das sieht man aus wie ein Junge, oder? Oder soll das eine Flechtfrisur sein? Ich würde ja mal gerne näher rangehen, aber ich kann mich auch hier sehen. Wie mache ich mich groß? Ach Gott, ich weiß es gar nicht. Ach so, ich kann hier oben zum Beispiel in der Wardrobe Appearance, da sieht man den Kopf dann groß in der Vergrößerung. Sind das Flechtzöpfe? Ich glaube ja, ne? Das sollen Flechtzöpfe sein. Yes, ich kann mich jetzt zum Beispiel auch blond machen, ne? Oh, ey, jetzt kriegst du einen Zuckerschock. Jetzt, ich bin zwar in echt nicht blond, aber das ist doch der Burner, oder? Oh, Leute, jetzt sieht man auch den Flechtzopf besser. Jesus, ich könnte auch weiß machen, sehe ich aus wie eine Oma, aber nee, das wollen wir ja nicht. Ja, die Dame hüpft auch gerade ganz beseelt und glücklich weg. Jetzt, was könnte man noch machen? Es gibt noch mehr solche Tokens. Es gibt noch irgendwie so ein Pad, wo man so ein Bierfass hinter sich herzieht. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich nicht, oder? Follower, habe ich so ein Bierfass schon gekriegt? Nee, bis jetzt noch nicht. Ah, Begleiter vielleicht. Du? Nee, den wollen wir nicht. Nein, 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 den habe ich noch nicht. Da gibt es dann so ein Bierfass, was man hinter sich herzieht und lauter so Zeug. Aber das kriegen wir dann die nächsten Tage. Da mache ich noch mehr Videos. Da habe ich nämlich richtig Bock zu. Wir gehen mal weiter. Jetzt im richtigen Outfit können wir jetzt hier die Schankwand machen. Das ist einfach der Burner. Wie starte ich das? Play Kegger. Kegger ist ein Krug. Genau. So, und ich muss hier. Gleich kommen Leute, die wollen bedient werden. Also muss ich hier denen das zuschicken. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen langsam. Mal gucken, wie weit man hier kommt. Gluck, gluck, gluck. Genau, gluck, gluck. Würde ich auch machen, wenn mir einer Bierkrüge zuschiebt. Aber schon lustig irgendwie das Spiel. Vor allen Dingen ist man unheimlich schnell, ne? Man ist innerhalb von Millisekunden ist man hier und an den Tischen. Ui, da habe ich einen falsch bedient und kriege Punkteabzug. So ein Mist. Was ist denn das Ziel des Spiels? Score. Aha. Die happy halten. Happy, happy, ah. Oh, ich glaube, die erhöhen die Schlagzahl. Gibt es da auch irgendwie ein Ende? Ich sehe jetzt gerade hier keine Zeitleiste. Oh, wieder ein Klug zerbrochen. Krug. Klug. Wann hört denn das auf? Toll, Score. Wie viel muss ich? 100 Punkte kriegen oder so vielleicht? Oder kriegt man hinterher Punkte dafür? Ah, man kriegt aber oben, sehe ich immer Punkte in Agility. Das ist Gewandtheit, also wie beweglich man ist. Und das ist im Spiel manchmal ganz nützlich, wenn man irgendwo hin will und über hohe Felsspalten springen will, wie im wirklichen Leben, genau. Also ich glaube, man kann das hier bis in alle Unendlichkeit treiben, ne? Glaube ich, oder? Oh, jetzt habe ich wieder ein Bierglas kaputt gemacht. Mann, ich glaube gerade wieder, oder? Oh Gott, das ist bescheuert. Aber es macht Spaß. Also, ne? Jetzt war ich wenigstens mal auf dem Oktoberfest. Ich war da noch nie. Ich glaube, da habe ich auch nichts verpasst, aber egal. Also es ist wirklich Gewandtheit, Beweglichkeit, kann ich sagen, ist wirklich so, dass man
hat wirklich seine Reaktionsfähigkeit trainiert. Das solltet ihr mal ausprobieren. Ich glaube, man kann das auch kostenlos spielen, weil es gibt immer noch eine kostenlose Version von dem Spiel. Und ich glaube, dieses Event, diesen November, ist auch kostenlos möglich zu spielen. Also jetzt langsam kriege ich lahme Arme. Jetzt habe ich auch, glaube ich, was kaputtgeschmissen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wenn der erste vorne ankommt. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr aufhören, ne? Jetzt lassen wir den hier, der ist so schnell unterwegs. Lassen wir mal vorne ankommen, dann hat man verloren. Da muss man, glaube ich, oder? Ach nee, doch nicht. Ist ja ein Ding. Das wusste ich nicht. Oh, ich will raus. Yes. I want to stop playing. Das ist ja wie ein Bosskampf hier, meine Herren. Habe ich jetzt da irgendwas für gekriegt, den Score? Nee. Keine Ahnung. Ja, aber das war doch lustig. Das hat Spaß gemacht. Und hier kann man Glasbläser üben. Das gibt dann Punkte in Handwerk, dem Skill Handwerk. Und da blasen wir jetzt Bierkrüge. Ja, genau. Habe ich noch nie gemacht. Super interessant. Bierkrüge blasen, da wollte ich, genau, das ist mal was Neues, ne? Wenn man was ist zum ersten Mal macht, darf man sich so wünschen. Hier Landwirtschaft, Skill Landwirtschaft, indem man Hopfen pflückt. Genau. Ist jetzt auch, das habe ich schon mal gemacht, sogar in echt. Also ich habe vieles, was es hier gibt, schon in echt gemacht. Nur noch nie auf dem Einhornkarussell. Okay. So, und hier kann man die dann ablegen, da kriegt man dann Punkte in Landwirtschaft. Ey, abgefahren. So, hier ist es der Burner. Das ist das Beste überhaupt. Da kann man auf dem Tisch tanzen. Leute, das ist einfach toll. Das wollte ich immer schon mal machen, vor allen Dingen im Dirndl. Oh. So, hier hat man oben links, seht ihr, vier verschiedene Tanzstile zur Auswahl. Man muss gucken, was die da auf dem Tisch machen. Seht ihr das? Okay. Und das muss man nachmachen und dann kriegt man Punkte in Gebet. Genau, fragt mich nicht, warum man Punkte in Gebet bekommt. Nicht logisch. Oh, ich habe abgelevelt. Oh mein Gott. Wie krass. Das ist ja schön, da freue ich mich. Mensch, und ich. Ach, jetzt weiß ich. Ich hatte gestern gesehen, dass ich kurz vorm Level bin. Habe es mir aufgehoben, damit ihr das zugucken könnt. Yay, da gab es ein Feuerwerk. Habt ihr das gesehen? So, und wenn die jetzt ihren Tanzstil ändern und ich nicht das gleiche tanze, dann kriege ich keine Punkte, aber das brauchen wir jetzt nicht ausprobieren. Das mache ich hier jetzt noch ein paar Mal, weil das einfach eure Spaß macht. Diese Zelte hier sind dann Portale, wo man irgendwo hinkommt, so als Abkürzung. Sehr schön, so gute Idee, ist immer während der Events. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon rum. Jetzt haben wir alles gesehen, alles angeguckt, aber ich wollte ja noch mal auf dem Karussell reiten. Ride Carousel. Und es ist einfach der Burner. Jetzt passt auch das Outfit. Und da sitzt Bärbel. Juhu, aber die winkt nicht mehr, oder? Ach nee, die sehen alle aus wie ich, oder? Doch, da winkt die Bärbel, genau. Die letzte Runde ist mit Winken auf dem Einhorn reiten. Wer kann das schon von sich sagen? Tschö, wow. Ich wollte tschö sagen, aber ich will nicht tschö sagen. Machen wir das als Abschluss nochmal? Nee, da winke ich euch zu zum Abschluss, weil ich bin jetzt gerade rum und wollte mich dann mal dekorativ hier vor diese andere Lady stellen. Und jetzt passe ich auch dazu. Ja, und das ist mein Novemberfest und also ich finde es einfach total genial und putzig gemacht. Ich stelle mich mal dahin, sonst sieht man die Lady so klein. Und vor allen Dingen möchte ich mich auch ganz gerne umdrehen. Genau, da bin ich immer noch ein bisschen zu blöd zu. Vielleicht auch doch mal dahin. Gibt ein schöneres Bild. Ja. Und mein Pretzelschild wollte ich euch noch zeigen. Dazu müsste ich jetzt hier eine Bank suchen. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, weil ich habe Bock, da noch öfter drüber zu filmen. Und wenn normale Zocker das total mega langweilig finden, mir doch egal. Weil ich habe Spaß dabei. Und darum geht es ja, ne? Weil ich bezahle das Spiel und ich spiele das Spiel und ich will meinen Spaß und nicht euren. Punkt. Ich finde das Nuptamba-Fest total genial. Und in diesem Sinne, wo haben wir die Emotes? Nochmal ein Tänzchen zum Abschluss. Hö, hö, hö. Jiha! Jolio, Jolio und Jolio. Und winke, winke. Falsches Emote. Mist. Ja, da kann ich auch tanzen. Genau. Es gibt irgendwo so ein Küsschen. Wenn ich das finde, ja.
Ich hab euch lieb. Eure Bärbel. Ich hab euch lieb. Tschüss.